war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. »47? Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago.« »Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer.« »Sie müssen nichts erklären.« »In Ordnung. Viel Glück, 47.« Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Ah! Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1: Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen.
So, hallo und herzlich willkommen bei Hitman Absolution. Das ist Gamers Check LP, ich bin der Onkel und geht's los. Ja, ich weiß, ich hatte im Test schon dieses Level gespielt, aber zu einem kleinen Zockt gehört natürlich auch das von Anfang an gezocke bis zum Ende. Und deswegen machen wir das jetzt nochmal, aber ich werde das jetzt ein bisschen anders spielen als F1 Notebook öffnen und Einsatzziele einsehen. Ich werde das jetzt ein bisschen anders spielen als man kann ja hier auf verschiedene Weise die Levels machen, deswegen, dass es nicht zu uninteressant wird, mache ich es jetzt halt anders als beim Test. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Okay. Das Gelände betreten. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann Sie sieht, verhaftet er Sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Okay. In Deckung sind Sie für Ihre Gegner schlechter zu sehen. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. So, schaltet jetzt. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Finden Sie das witzig? Wo ist denn mein Schlüssel? Ich habe mir nämlich überlegt, ich werde ja heute so viel wie möglich killen. Sie sind hier, erledigen Sie Ihren Gegner. Um diese Einführung optimal zu nutzen, bleiben Sie unerkannt und töten Sie möglichst diskret. Okay. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Ich wollte ihn eigentlich mit dem Mutterschlüssel, aber den habe ich nicht mehr gefunden gerade. Silberbohrer. Zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Okay. Manche kann man halt nicht am Anfang anders killen, als wie man es schon getan hat. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Stecken Sie Ihre Waffe weg. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Okay. Aber unser Job wäre wesentlich einfacher, wenn wir wüssten, was hier läuft. Over and out. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Mach ich. Bringt es noch Platz für ihn? Hauen wir den mal rein. Ja, ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken.
Ja, ich habe mich jetzt schon richtig gefreut, das endlich mit euch zu zocken, weil dieses Spiel hat mir einfach vom Test her gesehen riesen Spaß gemacht. Okay, jetzt werde ich das versuchen, mal anders zu lösen hier, die ganze Sache. Und zwar. Okay, mit dem Ding. Wird's ja überhaupt nicht funktionieren? Mal schauen, wie unauffällig ich hier schaffe, so viel wie möglich zu killen. Nun, was war das für eine Musik? Mucke. Warum kommt der hier hoch? Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg. Geben Sie vor, sich zu ergeben. Oder gehen Sie ruhig in einen abgeschiedenen Bereich und kümmern Sie sich dann um Ihren Feind. Okay. Machen wir es so. Auch lustig. So kriegt man die leider auch weg. Das war jetzt zwar nicht mit Absicht, also es war nicht geplant, dass ich die jetzt so umniede, aber wie ihr seht, man kann das immer anders spielen und das ist irgendwie geil. Schalldämpfer und könnte ihre Gegner alarmieren. Wieso benutzen sie nicht ihre schallgedämpften Silverballer? Halt die Fresse. Ich möchte keine Silverballer. Okay, wie könnte man das noch machen? Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Okay. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Jupp, mach ich. Lass mal gucken. Ich schläf den ja auch.